Folgendes passierte im Juni 2009. In einer Region in Japan verließen die Menschen nach einem heftigen Schauer ihre Häuser und fanden überall Fische, Frösche und Kaulquappen. Felder, Straßen, Vorgärten, Dächer, alles war von Wasserlebewesen übersät. Ein Mann fand 13 Karpfen rings um sein Auto. Niemand kann genau sagen, woher dieser seltsame Regenguss kam. Die wahrscheinlichste Theorie geht davon aus, dass eine mächtige Wasserhose die Tiere erfasste, sie in die obere Atmosphäre trug und dann auf die überraschten Menschen unter sich niederregnen ließ. Böenwalzen scheinen einem Science-Fiction-Film zu entspringen. Sie bilden sich, wenn warme, feuchte Luft in einer Aufwärtsströmung eines Gewitters gefangen wird. Diese ominösen Wolken bedeuten meist, dass ein Unwetter aufzieht. Atemberaubende Regenbogenwolken erscheinen über den dicken Wolken nach einem Gewitter. Die aufgeplusterten Wolken hängen recht tief in nur über 1800 Metern Höhe. Wenn der Wasserdampf, den sie enthalten, kondensiert, wirken die entstehenden Tröpfchen wie Prismen. Dadurch entsteht die bunte Mütze über den Wolken. Morning Glory Wolken sind extrem selten. Sie sehen wie riesige, über den Himmel verlegte Rohre aus. Sie können bis zu 960 Kilometer lang werden und hängen relativ tief. Die Wissenschaft ist sich einig, dass sie entstehen, wenn sich ein Aufwind durch Wolken quetscht. Dadurch entsteht ihre markante, rollende Erscheinung. Die kühle Luft auf der Rückseite sinkt. Der beste, aber nicht einzige Ort, um Morning Glory Wolken zu bestaunen, ist der Golf von Carpentaria in Australien. Die besten Chancen hat man von Ende September bis Anfang November. Es war im Jahr 2012, als sich der Himmel erst düster und dann gelb verfärbte. Anschließend fielen blaue, gallertartige Kugeln zu Boden. Ein Mann aus Großbritannien fand diese Kugeln während eines Hagelschauers. Er war auf dem Weg zu seiner Garage, als er etwas ungewöhnlich Helles zwischen den weißen Hagelkörnern fand. Bei der Untersuchung des Gelee-Regens fand die Wissenschaft heraus, dass sie aus derselben Substanz wie Windeln oder Blumenerde bestanden. Sie soll Flüssigkeiten absorbieren. Es ist aber unklar, ob die Kugeln wirklich vom Himmel fielen oder das schmelzende Eis bereits herumliegende Kristalle im Handumdrehen aufquellen ließ. Entstehen Mammatuswolken, könnte man meinen, der Himmel fiele einem auf den Kopf. Die meisten Wolken entstehen, wenn Luft in die Atmosphäre aufsteigt. Mammatus hingegen entstehen, wenn feuchte, kalte Luft absinkt und sich mit trockener Luft vermengt. Das Ergebnis? Einzigartige Puffreiswolken. Sie sind Schlechtwetterboten. Du lieber Himmel. Bunte Perlmuttwolken treten in extremen Höhen auf. Ich meine doppelt so hoch, wie Passagiermaschinen normalerweise fliegen. Die Luft in diesen Höhen ist extrem trocken und kalt. Die Eiskristalle in Perlmuttwolken sind viel kleiner als in gewöhnlichen Wolken. Sie streuen das Licht anders und verleihen so den Wolken ihr perlmuttartiges Aussehen. Blutregen sieht gruseliger aus als jeder Horrorstreifen. Aber in Wahrheit ist überhaupt nichts Seltsames oder Unnatürliches dabei. Schon die Menschen im alten Rom kannten diesen scharlachroten Regen. Manchmal wirbeln heftige Winde roten Staub auf und tragen ihn in die Atmosphäre und weit, weit weg. In eine andere Galaxie. Schließlich mischt sich der Staub mit Wolken und färbt den Regen rot. Staub aus Kohleminen färbt Regen übrigens schwarz. Pollen ist für gelben Regen verantwortlich und andere Staubarten können Regen sogar weiß erscheinen lassen. In Australien regnet es manchmal Spinnen. Diese Tierchen können nämlich schweben. Bei dieser höchst ungewöhnlichen Form, sich fortzubewegen, klettert eine Spinne in eine Baumkrone. Dort spinnt sie mehrere Seidenfäden, die sie in die Lüfte heben. Diese schwebenden Spinnen sind schwer zu erkennen. Aber manchmal, wenn das Wetter besonders feucht und unangenehm ist, kommt es zu Massenausflügen. Dann kannst du nur noch die Ohren einziehen. Millionen Spinnen heben ab, um ein angenehmeres Plätzchen zu finden. Es sieht aus, als würde es schneien. Stattdessen schweben unzählige Spinnen zu Boden. Hast du jemals eine monströse, runde Scheibe am Himmel entdeckt? Das war bestimmt eine Lenticularis-Wolke. Sie bilden sich über großen, hohen Objekten wie Bergen oder Hügeln. Wenn starke Winde auf ein Hindernis treffen, entsteht eine Luftwelle. Die Luft wickelt sich förmlich um das Hindernis. Und je höher es ist, desto kälter wird die aufsteigende Luft. Schließlich verwandelt sich die enthaltene Feuchtigkeit in Wassertröpfchen, die dann diese ungewöhnliche Wolke bilden. Lenticularis können wie Wellen, eine Pizza oder sogar ein Stapel Eierkuchen aussehen. Lecker!
Vulkantornados gehören vermutlich zu den unheimlichsten Naturphänomenen. Wenn ein Vulkan ausbricht, speit er glühend heiße Brocken und Asche in die Luft. Die festen Teile und heiße Gase bewegen sich hügelabwärts. Bei dieser Abwärtsbewegung beginnt ein Teil der gefangenen Gase aufzusteigen und sich zu drehen. Sie werden zwischen den umgebenden Luftmassen eingequetscht, wodurch sie sich immer schneller drehen. So entsteht ein Vulkantornado. Zum Glück ist die Lebensdauer dieses Phänomens nur recht kurz. Am 19. März 2018 mussten die Bewohner von Alabama um ihr Leben rennen. Andernfalls wären sie von riesigen Eiskugeln aus dem Himmel getroffen worden. Dieser berüchtigte Hagelsturm verursachte Schäden in Millionenhöhe. Die verheerenden Folgen waren kaputte Schaufenster, zerbrochene Windschutzscheiben, zerstörte Plakatwände, Löcher in Dächern. In der Nähe der Stadt Kaumen fanden die Forscher ein Hagelkorn so groß wie ein Softball. Sein Durchmesser betrug über 12 Zentimeter. Kein Wunder, dass damit ein neuer Rekord aufgestellt wurde. Zylindrische Schneedonuts entstehen, wenn ein Windstoß einen Schneeball formen möchte. Er rollt ein bisschen Schnee über eine verschneite Fläche. Wäre es ein echter Schneeball, würde er bald so schwer werden, dass der Wind ihn nicht mehr bewegen kann. Aber ein Schneedonut ist innen hohl, weil die innerste Schicht zu dünn ist und weggeblasen wird, während der Donut sich bildet. Und so rollt er immer weiter. Leider ist es nicht so leicht, Schneedonuts zu finden. Sie sind sehr selten, da für sie ganz bestimmte Bedingungen herrschen müssen. Mondbögen sind sehr viel seltener als Regenbögen. Sie werden statt durch direktes Sonnenlicht durch Mondlicht erzeugt und treten nur auf, wenn fast Vollmond ist. Mondbögen sind blass und erscheinen oft weiß, aber das täuscht. Das menschliche Auge ist nur nicht sensibel genug, um alle Farben wahrzunehmen. Kugelblitze sind kleine schwebende Lichtkugeln. Sie können orange, gelb oder auch rot sein. Manchmal kommen Kugelblitze vom Himmel herab. In anderen Fällen entstehen sie aus dem Nichts und schweben wenige Meter über dem Boden. Sie strahlen keine Wärme ab und sind lautlos. Kugelblitze können von Objekten abprallen. Treffen sie auf etwas Elektrisches wie einen Fernseher, verschwinden sie meist mit einem leisen Puff und hinterlassen einen Schwefelgeruch. Kugelblitze können aber auch ein Feuer entfachen oder explodieren. Wissenschaftler glauben, Kugelblitze stünden mit Gewitterstürmen in Verbindung, aber es gibt keine stichhaltigen Beweise. Nebelbögen sind fast weiß, blassblau in der Mitte und ein bisschen rötlich am Rand. Nebelbögen kann man über den kalten Meer oder Ozean sehen, wenn warme Luft mit dem viel kälteren Wasser in Kontakt kommt. Das Phänomen ist auch zu beobachten, wenn die Sonne hell strahlt und der Nebel dünn genug ist, um die Strahlen hindurchzulassen. Pelé-Haare sind dünne Lavafäden. Sie sehen hübsch golden aus, aber hebe sie bloß nicht auf. Sie können dich verletzen. Manchmal erfasst der Wind winzige Lavatröpfchen aus einem aktiven Vulkan. Diese Tröpfchen werden kilometerweit getragen und zu superdünnen Glasfäden gezogen. Sie können bis zu 2 Meter lang werden. Im März 2018 war über dem Norden von Nevada eine der seltensten und bizarrsten Wolken zu sehen. Es war eine Hufeisenwolke. So ein Wirbel entsteht, wenn eine flache Wolke sich über eine Säule aufsteigender warmer Luft schiebt. Diese Luft verleiht der Wolke nicht nur ihre beeindruckende Form, sondern versetzt sie auch in Rotation. Aber du musst schnell sein. Hufeisenwolken sind flüchtig und verschwinden nach nur wenigen Minuten. Meereisblumen entstehen auf jungem Meereis im Arktischen Ozean oder auf dünnem Eis auf Seen. Sie sind zerbrechliche, zarte Eiskristalle, die bei Temperaturschwankungen wachsen. Die Feuchtigkeit von der Eisoberfläche lagert sich an Bakterien und Salz. Sie wachsen in der Antarktis. Doch wo auch immer diese Kristalle auftreten, wissen die Menschen enttäuschend wenig über sie. Trotzdem sind sie bezaubernd schön. Hey, schon mal was vom Feuerregenbogen gehört? Ich auch nicht. Und was ist mit einem Zirkumhorizontalbogen? Auch nicht. Aber damit du es weißt, das ist ein und dasselbe. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Gemälde. Oder wie ein regenbogenfarbener Spritzer am Himmel. Trotz des Namens hat das nichts mit Feuer oder Regen zu tun. Dieses seltene Phänomen tritt auf, wenn die Sonne durch Eiswolken scheint. Genauso einzigartig sind die Regenbogen-Halos. Auch dafür muss es Eiskristalle in den Wolken geben, damit die Erdoberfläche das Licht der Sonne zu einem perfekten Ring biegt. Das Gleiche kann auch durch das Mondlicht entstehen. Der einzige Unterschied ist, dass Mondhalos weiß sind und Sonnenhalos in Regenbogenfarben leuchten. Wenn du gerne hoch hinaus wanderst, gehörst du vielleicht zu den Glücklichen, die schon über Büßereis gestolpert sind.
Das sind natürlich geformte Eiszapfen. Damit sie sich bilden, muss es sehr kalt und die Luft sehr trocken sein, was in höheren Gebieten der Fall ist. Das Sonnenlicht verwandelt Eis direkt in Dampf, überspringt also den flüssigen Zustand, wodurch diese Eiszacken auf der Erdoberfläche auftauchen. Sie sehen irgendwie niedlich aus, können aber bis zu 4,5 Meter hoch werden. Was passiert, wenn kleine Lavatröpfchen vom Wind weggefegt werden? Es entstehen Pelés Haare. Ich erklär's dir. Das Wort Pelé stammt von einem alten hawaiianischen Symbol für Vulkane. Wenn der Wind kleine Lavatröpfchen aufnimmt, spannt er sie zu haarähnlichen Strängen, ähnlich wie bei der Herstellung von Glasfaserdraht. Diese zarten Stränge können bis zu 2 Meter lang werden. In seltenen Fällen regnet es, auch wenn du keine Wolken siehst. Wirklich? Schauen wir uns dieses seltene Phänomen mal genauer an. Man nennt ihn übrigens auch Sonnenregen, weil es so aussieht, als würde die Sonne regnen. Aber Regen kann nicht direkt von einem Stern fallen. Die Erklärung dafür ist aber einfach. Die Regenwolken sind in einiger Entfernung und wenn die Sonnenstrahlen schräg einfallen, sind diese Wolken nicht mehr zu sehen. Wenn dann noch ein bisschen Wind dazukommt, der den Regen in deine Richtung bläst, tada, bekommst du einen Sonnenschauer. In Bolivien gibt es einen Ort, der Salar de Uyuni heißt. Es ist die größte Salzwüste der Welt. Und dort befindet sich auch die Hälfte der weltweiten Lithiumvorkommen. Lithium brauchen wir, um Batterien herzustellen. Und was ist noch so besonders an diesem Ort? Immer wenn es regnet, verwandelt sich dieses flache Land in einen spiegelnden See. Woran denkst du, wenn du Blutstrom hörst? An einen Horrorfilm? Keine Angst, das ist nur ein Wasserfall, der in einer der trockensten Regionen der Antarktis liegt. Er entspringt aus einem unterirdischen See, in dem besondere Bakterien leben. Diese kleinen Organismen nutzen Sulfate als Brennstoff anstatt Zucker, was sie für die Wissenschaft sehr interessant macht. Das Wasser in diesem See ist so eisenhaltig, dass, wenn es mit Luft in Verbindung kommt, rostet. Daher ist der Wasserfall rot und bekam seinen Markennamen. Du kennst vielleicht das Lied Desert Rose. Die Wüstenrose ist aber nicht seiner Fantasie entsprungen, sondern gibt es tatsächlich. Es ist aber keine Pflanze, sondern eine einzigartige Form aus mineralischem Gips. Wüstenrosen bildeten sich an diesem trockenen, sandigen Ort, weil er gelegentlich überschwemmt wurde. Durch den ständigen Wechsel zwischen feuchter und trockener Umgebung bildeten sich Gipskristalle zwischen den Sandkörnern, wodurch diese rosenartigen Formationen entstanden. Schon mal was vom Auge der Sahara gehört? In der Wissenschaft versucht man immer noch herauszufinden, wie es entstanden ist. Du kannst es nur sehen, wenn du drüber fliegst. Es ist eine natürlich geformte Kuppel, die vor etwa 100 Millionen Jahren entstanden ist. Nein, ich war nicht dabei. Ihr Durchmesser beträgt etwa 40 Kilometer und sie besteht aus einer Reihe konzentrischer Ringe. Der größte zentrale Bereich hat einen Durchmesser von etwa 30 Kilometern. Übrigens waren es Astronauten, die das Auge der Sahara zuerst gesehen haben. Seitdem wird es stetig erforscht. Wenn Astronauten das Auge der Sahara sehen, wissen sie, dass die Landung in Florida kurz bevorsteht. Die buntesten Bäume der Welt stehen auf den Philippinen und in Indonesien. Diese Baumart wird Regenbogen-Eukalyptus genannt. Diesen Namen bekam der Baum wegen seiner Rinde, die ihre Farbe wechselt und sich mit dem Alter des Baumes ablöst. Die leuchtend grüne Rinde ist die jüngste. Sie enthält noch viel Chlorophyll, was auch in Blättern vorkommt. Irgendwann färbt sich die Rinde violett und dann rot und schließlich wird sie braun, weil sie immer mehr Chlorophyll verliert. Das sieht zwar aus wie ein prächtiger Wald, ist aber nur ein einziger Baum. Nein, es handelt sich nicht um eine Art optische Täuschung. Lass mich es dir erklären. Im Boden befindet sich ein komplexes Wurzelgeflecht, das rund 50.000 baumähnliche Formen miteinander verbindet. Das, was du über dem Boden siehst, wird Espe genannt. Einige dieser Bäume gehören zu den ältesten und größten Organismen der Welt. Nun, das hier scheint ein gutes Reiseziel zu sein. Oder vielleicht doch nicht. Laut aktuellen Daten der NASA ist der Maracaibo-See in Venezuela weltweit der blitzreichste Ort. In einem Jahr kann es dort 300 Tage gewittern. Aber was macht dieses Gebiet so einzigartig, dass sich dort so oft Gewitter zusammenbrauen? Das liegt an der kühlen Bergluft, die auf eine warme, feuchte Brise trifft und Elektrizität über dem See erzeugt.
Die Eternal Flame Falls befinden sich im Hinterland von New York, nahe der kanadischen Grenze. Dort gibt es einen kleinen Wasserfall mit einem großen Geheimnis, und zwar eine Flamme, die etwa 20 cm groß ist. Wie das? Dort gibt es ein Erdgasvorkommen, das die Flamme hinter dem Wasserfall mit Brennstoff versorgt. Wanderer zünden sie auch immer wieder an, wenn sie ausgeblasen wurde. Dieses Phänomen ist gar nicht mal so selten, aber diese Flamme wurde berühmt, weil sie die jüngste ist. Außerdem sieht sie auf Bildern sehr gut aus. Du kennst gelben Sand und auch weißen, und von schwarzem Sand hast du auch schon gehört. Aber kennst du auch die grünen Strände? Papakolea, auch bekannt als Green Sand Beach, liegt auf Hawaii und ist einer der wenigen Strände auf der Welt, der grünen Sand hat. Diese Färbung stammt vom Olivingestein, das durch einen Vulkanausbruch in der Nähe entstanden ist. Eigentlich sind auf Hawaii alle Vulkane in der Nähe. Lassen wir den grünen Sand hinter uns und bestaunen andere Strände, die nachts leuchten können. Und das auf ganz natürliche Weise. Wer ist schuld daran? Der winzige Phytoplankton oder Mikroalgen, wie sie auch genannt werden. Das sind kleine Pflanzen, die Chlorophyll enthalten und Sonnenlicht brauchen, um zu leben und zu wachsen. Die meisten Phytoplanktonarten schwimmen im oberen Teil des Ozeans, wo das Sonnenlicht sie noch erreicht. Wenn das Phytoplankton durch die Bewegung von Wellen und Strömungen aufgewühlt wird, sendet es Licht aus, wodurch das nächtliche Glühen entsteht. Diese Mikroorganismen kommen an Stränden auf der ganzen Welt vor, beispielsweise auf den Malediven, in Puerto Rico und in den Everglades. Am Fuße eines Berges in der Nähe von Afton, Wyoming, USA, gibt es einen kleinen Fluss, der Intermittent Spring genannt wird. Von dieser Art gibt es nur drei auf der ganzen Welt. Aber was macht diese Quelle so geheimnisvoll? Naja, wahrscheinlich die Tatsache, dass sie rhythmisch sprudelt. Wissenschaftlich konnte noch nicht geklärt werden, warum das so ist. Es wird vermutet, dass es sich um einen Siphon-Effekt handelt, der tief im Boden stattfindet und dafür sorgt, dass der Fluss stoppt und fließt. Wenn du das sehen möchtest, solltest du im Spätsommer kommen, denn dann ist die intermittierende Quelle am aktivsten. Irgendwie lustig. Spring heißt Brunnen und Frühling und den soll man sich im Spätsommer angucken? Da passt doch was nicht zusammen. Okay, ich bin fertig. Du bist in der Wildnis unterwegs und suchst nach einem sicheren Platz, um dein Lager aufzuschlagen. Du hörst nur Blätter rascheln und das Knacken der Äste unter deinen Schritten. Eichhörnchen jagen sich durch die Baumkronen. Und dann entdeckst du etwas Unerwartetes. In der Ferne zwischen den Bäumen siehst du etwas, das wie eine Betonkonstruktion aussieht. Seltsam. Immerhin bist du mindestens 20 Kilometer tief im Wald und es gibt keine Städte oder Dörfer in der Nähe, soweit du weißt. Du verlässt den Weg, weil du dir das genauer ansehen willst. Du bahnst dir deinen Weg durch das Dickicht und kommst näher. Du siehst eine Treppe, die ins Nirgendwo führt. Was hat die da zu suchen, mitten im Wald? Du setzt deine Sherlock-Holmes-Mütze auf und willst der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht stand hier früher ein Haus oder eine Villa, die im Laufe der Jahre verrottet ist. Aber warum blieb sie als einzige stehen? Du umrundest die bizarre Treppe, erkennst aber keine Spur einer Ruine, nicht mal Reste eines Fundaments. Sieht so aus, als hätte jemand die Treppe aus seinem Haus gerissen, um sie hier hinzustellen. Du hast wenig Lust, noch länger hier zu bleiben. Irgendwas stimmt hier nicht. Je länger du dir diese seltsame Treppe anschaust, desto mehr spürst du eine unheimliche Präsenz. Irgendetwas sagt dir, dass du dieses Gebiet so schnell wie möglich verlassen solltest. So seltsam diese Geschichte klingt, es gibt überraschend viele Treppen, die an den unlogischsten Orten im Wald stehen. Einige sind aus Holz, andere aus Ziegeln und Steinen gebaut. Manche sehen uralt aus und andere, als wären sie eben erst fertiggestellt. Eines haben sie aber alle gemeinsam. Sie führen nirgendwo hin und stehen an besonders geheimnisvollen Orten. Eine der wohl sagenumwobensten Treppen steht in Chesterfield, New Hampshire. Sie wurde aus Stein gebaut mit römischen Bögen und steht mitten im Wald. Einst gehörte sie wohl zum Schloss von Madame Antoinette Cherie. Sie war damals eine angesagte Sängerin in Paris. Man schätzt, dass das Schloss vor 100 Jahren gebaut wurde. Als man es 1962 wiederentdeckte, war aber nichts mehr da außer dieser Treppe. Eine andere geheimnisvolle Treppe entstand in der Zeit vor 9000 Jahren. Du findest sie in einem Wald in Italien.
Es sind Stufen, die zu einer kleinen Plattform führen. Warum hat man sich die Mühe gemacht, sie zu bauen, wenn sie nirgendwo hinführt? Fachleute glauben, dass man damals auf der erhöhten Plattform Rituale abhielt. Aber das sind nur Vermutungen. Im Indischen Ozean gibt es eine Anomalie, die man Indian Ocean Geoid Low nennt, kurz IUGL. Sie erzeugt die stärkste verzerrende Gravitationskraft der Erde. Große Mineralvorkommen, viele Tiefseegräben und Magmareservoirs stören dort das Magnetfeld. So etwas passiert übrigens überall auf der Erde. Anhand der veränderten Schwerkraft an verschiedenen Orten können wissenschaftliche Muster erstellt werden, die zeigen, was unter der Erdoberfläche passiert. Starke Schwerkraftfelder deuten darauf hin, dass die Materialdichte dort höher ist und umgekehrt. In der Wissenschaft glaubt man, dass es sich bei der IUGL um eine Delle im Erdmantel handelt, die bis in die Kruste reicht. Auf der Insel Niihau wird moderner Fortschritt abgelehnt. Dort gibt es keine Autos. Die Inselbewohner laufen oder fahren mit dem Fahrrad. Kein Wunder, dass sie kräftige Beine haben. Sie kommen ohne fließendes Wasser, Internet und Geschäfte aus. Aber es gibt eine Schule auf der Insel und die wird mit Solarenergie betrieben. Sie ist auch die einzige Schule im Bundesstaat Hawaii, die von der Sonne versorgt wird. Auf der Insel gibt es einige Grundregeln, an die sich alle halten müssen. Wer gegen diese Regeln verstößt, wird im schlimmsten Fall von der Insel verbannt. Unweit von Bangkok im Nordosten Thailands gibt es eine 75 Millionen Jahre alte Felsformation. Diese Formation sieht aus wie drei schwimmende Wale. Es ist eine wunderschöne Skulptur, die die Natur geschaffen hat. Sie trägt den Namen Three Whales Rock. Vor Millionen Jahren war dieses Gebiet nur eine Wüste. Aber nach und nach wurde der Sandstein durch die Bewegung der tektonischen Platten auseinandergezogen und durch Erosion geformt. So entstand diese spektakuläre Formation. Es lohnt sich, die Wanderwege rund um den Three Whales Rock zu erkunden, denn dort gibt es Wasserfälle und eine einzigartige Flora und Fauna. Die folgenden Gruben wurden 2014 auf den Halbinseln Yamal und Gidan entdeckt. Und sie werden immer breiter. Solche Gruben findet man mittlerweile häufiger. Und natürlich gibt es viele Theorien, wie sie entstanden sind. Sie reichen von Meteoriteneinschlägen bis hin zu Aktivitäten außerirdischer Zivilisationen. Die plausibelste Erklärung ist aber, dass Methangas mit Wassermolekülen reagiert hat, als der Permafrost auf der Erde zu schmelzen begann. Das führte dazu, dass Methangasblasen durch das Eis platzten. Die Krater könnten tausende Jahre alt sein, aber das weiß niemand so genau. Jetzt sind wir im Bundesstaat New Mexico und besuchen die Kleinstadt Taos. 2% der Bewohner hören täglich ein seltsames Summen. Einige glauben, dass dieses Geräusch von etwas kommt, das Gäste aus einer anderen Galaxie dagelassen haben. Man erzählt sich auch, dass etwas Unheimliches in der Stadt lebt. Es heißt, Taos sei verflucht. Ein böser Geist bestraft die Menschen für etwas, das ihre Vorfahren in der Vergangenheit getan haben. Wissenschaftlich kann dieses Geräusch nicht erklärt werden. Es heißt aber, dass die Beschaffenheit des Ortes eine ungewöhnliche Akustik erzeugt. Andere tun das Summen als Halluzination ab. Einige hören es auch nur, weil jeder darüber spricht. Der Verstand erschafft also dieses Geräusch, obwohl es gar nicht da ist. Übrigens, nicht jeder hört das gleiche Geräusch. Manche hören ein leises Brummen, andere eher ein Summen. Das ist aber nicht der einzige Ort, in dem man ein merkwürdiges Geräusch hört. Vielleicht hast du schon vom The Hum gehört. Weltweit behaupten sehr viele Menschen, es zu hören. Bewohner eines kleinen Dorfes in Schottland beschreiben es als ein tiefes Brummen. Auch in Florida wird es so beschrieben. Es ist nicht genau bekannt, wann dieses Phänomen aufgetreten ist. In der Zeitung wurde darüber erstmals in England in den 1970ern berichtet. Doch man fand auch etwa 200 Jahre alte Aufzeichnungen über ein mysteriöses Brummen. Schätzungsweise hören nur etwa 2% der Menschen weltweit das Summen. Vielleicht hören ihre Ohren niederfrequente Wellen oder es hat einen anderen Grund. Ich meine, man summt ja auch, wenn man den Text des Songs nicht kennt, oder? Jo, der Witz war auch schon vor 200 Jahren nicht cool. Kennst du schon den indonesischen Vulkan, der leuchtend blaue Lava ausspuckt? Er erzeugt elektrisch blaue und violette Flammen.
Das kann er, weil sein Schwefelgehalt so hoch ist. Das ist einmalig auf der Erde und ein Grund mehr noch, bei Gasen und üblem Gestank zu bleiben. Wenn schwefelhaltige Gase mit heißer Luft in Berührung kommen und von der Lava entzündet werden, leuchtet es blau. In seinem Krater befindet sich auch der größte Säuresee der Erde. Ja, dieser Vulkan ist ein echter Stinker. Unterwasserflüsse und Seen nennt man Solebecken. Weil ihr Salzgehalt viel höher ist, ist das Wasser viel dichter als das Meerwasser in der Umgebung. Deshalb sinkt es auf den Grund. So entstehen Unterwasserflüsse und Seen. Sie haben ihre eigenen Wellen, die gegen ihre Küstenlinie schlagen. Wenn du mit einem U-Boot da unten wärst, könntest du auf der Oberfläche eines Solebeckens schwimmen. Ohne U-Boot wäre das viel zu riskant, weil diese Seen viel giftiges Methan und Schwefelwasserstoff enthalten. Klingt nicht so gesund. In Mexiko gibt es eine Höhle mit einzigartigen Kristallformationen. Dort herrschen extrem seltene Bedingungen, dank derer die Kristalle zu dieser unglaublichen Größe heranwachsen konnten. Die Luft ist extrem feucht und das Wasser ist extrem mineralhaltig, was das Wachstum der milchig-weißen Giganten fördert. Einige sind sogar länger als Strommasten. Hast du schon mal einen Schneedonut gesehen? Sie entstehen, wenn eine Windböe Schnee über eine verschneite Fläche rollt. So als würde der Wind einen Schneeball formen. Ein richtiger Schneeball wäre aber irgendwann zu schwer, um vom Wind bewegt zu werden. Aber das ist ja ein Schneedonut und der ist in der Mitte hohl. Das passiert, weil die innere Schicht so dünn ist, dass der Wind einfach durchblasen kann. Und so rollt er weiter und weiter. Leider tauchen Schneedonuts sehr selten auf, weil sie ganz bestimmte Bedingungen brauchen. Die Danakil-Senke in Äthiopien ist wahrscheinlich einer der bizarrsten Orte, den du je gesehen hast. Sie ist übersät mit neonfarbenen heißen Quellen, Lavapools und endlosen Salzebenen. Doch Vorsicht, giftige Gase wirbeln über die Hydrothermalfelder. Die Pools sind auch extrem sauer. Geh da also nicht baden, außer deine letzte Mahlzeit liegt 30 Minuten zurück. War nur ein Scherz. Kein Scherz sind die 28.000 Gummienten, die man 1992 im Meer gefunden hatte. Ein Schiff, das dieses lustige Badespielzeug geladen hatte, verlor auf dem Weg von Hongkong in die USA einen Container. Man konnte sie vor Südamerika, Alaska, Hawaii, sogar vor Australien sichten. Einige dieser Enten treiben auch heute noch im Meer. Mein Gummientchen bleibt in meiner Wanne. Die ist groß genug zum Erkunden.